Hallo und herzlich willkommen zum neuen Carnicult-Video. Heute sind wir hier in Ratingen unterwegs und wir testen was brandneues für uns. Athos lernt Mantrailing. Wir haben jetzt so eine neue Rubrik geplant, wo wir ab und zu mal eine Hundesportart ausprobieren wollen. Und aus diesem Grund habe ich hier an meiner Seite die Elke und die bringt uns das bei. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Ich bin schon ganz gespannt, wie Athos sich beim Mantrailing anstellen wird. Aber zuerst lassen wir mal ein erfahrenes Team an den Start. Das ist Guinness mit seinem Fräuchen Elke. Zuerst nimmt Guinness den Geruch der zu suchenden Person am Geruchsträger auf. Das ist zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Socke, die die versteckte Person getragen hat. Guinness muss nicht lange daran schnuppern. Schon hat er den Geruch aufgenommen und startet mit der Suche. Aber wie funktioniert das? Wonach genau sucht der Hund eigentlich? Wenn der hier über den Asphalt geht oder den Bordstein, wo sollen denn da die Geruchspartikel bleiben? Die Partikel setzen sich tatsächlich an den ganzen Bruchstellen von Pflanzenreste, ne, Unebenheiten am Boden. Da bleiben die ganzen Geruchspartikel von der Haut und auch von den Gasen hängen. Das ist quasi so, wenn die Pappel blüht und die ganzen Pollen fliegen runter, dann sieht man die ja auch auf der Erde liegen. So ist es ungefähr mit unseren Hautpartikeln und Gasen. Ne, die setzen sich unten auf dem Boden ab und bleiben da haften. Und der Hund kann die somit dann mit der Nase aufnehmen. Und hier sieht man halt auch, dass es schön langsam geht. Guinness ist nach langer Pause heute zum zweiten Mal wieder im Einsatz. Der 4-jährige Rüde hat das Trailen bereits mit 13 Monaten begonnen und sucht routiniert und souverän. An der Weggabelung muss er sich vergewissern, wo es weiter lang geht. Der Hund wird dabei nicht gestört. Wir könnten ihm mit unserem bescheidenen Geruchssinn ja auch gar nicht helfen. Wichtig ist hier vor allem das Leinenhandling. Die Hundeführerin darf nämlich nicht versehentlich Guinness einen Impuls über die Leine geben, der ihn womöglich in die falsche Richtung leitet. Guinness ist schnell sicher und folgt weiter der unsichtbaren Spur. Kurz das Beinchen heben, so viel Zeit muss sein. Dann nimmt Guinness sofort wieder die Arbeit auf. Immer der Spürnase nach. 300 Millionen Riechzellen im Einsatz. Es ist schon faszinierend. Hier ist vor einer halben Stunde die versteckte Person langgegangen und Guinness hat überhaupt keine Schwierigkeiten, der Spur aus Mikropartikeln, die sie dabei hinterlassen hat, zu folgen. Für uns ist es unvorstellbar, was ein Hund da leistet. Er kann sogar, ich sag mal, Stereo riechen. Also durch das rechte und linke Nasenloch gleichzeitig zwei unterschiedliche Gerüche aufnehmen. Die werden dann im Riechhirn verarbeitet. Das ist übrigens im Vergleich zum Menschen riesig. Es nimmt 10% des Gehirns ein. Zum Vergleich, beim Menschen sind es lediglich 1%. Das kommt daher, dass die vermisste Person hier bereits für einen anderen Hund versteckt war und von dort aus nach einiger Wartezeit weiter ins neue Versteck geschickt wurde, wo Guinness sie nun aufspüren soll. Der Rüde meistert den Wechsel von der alten auf die neue Spur mit Bravour. Aber warum macht man das? Damit der Guinness halt auch lernt oder weiter sich entwickeln kann, dass er von einer alten Spur auf einer neuen Spur umswitcht. Das ist halt so, wenn die Frau Meier aus dem Altenheim verschwindet, die demenziell erkrankt ist, die irrt ja auch erstmal rum, weil sie ihren Weg nach Hause nicht findet. Das heißt, die Frau Meier oder Müller hat jetzt hier eine Pause gemacht und sucht dann natürlich den nächsten Weg wieder nach Hause. Und da müssen die Hunde halt hingehen, das auch unterscheiden zu können, dass sie sich nicht da
hinsetzen und sagen, hier war sie, tschüss, sondern ich suche ab hier an weiter. Wo ist die frische Spur? Und weiter geht's. Mit Zeitraffer, damit's euch nicht langweilig wird. Jetzt wird's spannend. Guinness muss selbstständig die Straße überqueren. Aber zuerst muss er noch kontrollieren, was für eine Bagage ihm da die ganze Zeit folgt. Weiter geht's. Die Straße überquert der Rüde sicher. Doch danach muss er sich wieder orientieren. Wir haben hier einen starken Wind. Jetzt geht er über Witterung. Der Wind kommt von vorne. Na, hat er die Spur verloren? Natürlich nicht. Von so kleinen Herausforderungen lässt Guinness sich nicht beirren. Zielstrebig setzt er seinen Weg weiter fort. Plötzlich wird Guinness schneller. Er hat die versteckte Person gefunden und zeigt dies an, indem er sich vor sie hinsetzt. Der Hund wird vor und da kann passieren, was will. Der Hund, der geht auch nicht weg. Klasse, Guinness. Super Job. Jetzt hat er sich erstmal eine Belohnung verdient. Lass es dir schmecken, Guinness. Und für wen ist Mantrailing eigentlich so geeignet? Die Hunde, müssen nicht zur Polizei und die müssen auch nicht zu irgendeiner Hilfsorganisation. Das ist nicht zwingend eine Beschäftigung für den Hund, der dafür zuführt, dass der Hund ganz doll ausgebildet wird und später in Einsätzen reingeht. Das ist vor allen Dingen für die Hunde gedacht, die im alltäglichen Leben stehen. Also Hunde, die auch vom Kopf ausgelastet werden müssen. Angsthunde vor allen Dingen, die dadurch ihr Selbstvertrauen wiederfinden. Und genau so ein Hund ist Sherlock. Fremde Menschen sind ihm suspekt. Er mag ihre Nähe nicht und würde sie normalerweise meiden. Mal sehen, ob er den Kontakt zur versteckten Person aufnimmt. Gesehen hat er sie schon. Aber er traut sich noch nicht. Ich glaube, ich beschäftige mich erstmal mit was anderem. Hier riecht's auch ganz gut. Neuer Versuch. Es kostet ihn viel Überwindung, aber er macht sich auf den Weg. Dann hat er Angst vor der eigenen Courage und biegt lieber nochmal ab. Klassisches Meideverhalten. Ob das noch was wird? Ja, er überwindet sich und rockt die Situation. Die Belohnung hat er sich echt verdient. Und er bekommt aufgrund seiner Problematik sogar zwei. Eine von der versteckten Person und eine von Frauchen Tina. Dann bin ich an der Reihe. Zuerst mit Trockenübungen. Ich bekomme gezeigt, worauf es beim Leinenhandling ankommt. Wenn du Rechtshänder bist, ist die Schlaufenhand rechts und die Führungshand, die Führungsschiene ist links. Und die wird immer im Bauchnabelhöhe. Du hängst keine Wäsche auf und du machst auch keinen Schmetterling. Weil guck mal, was mit der Tina passiert, wenn ich jetzt die Leine hochziehe oder wenn ich die nach rechts oder links ziehe. Das geht immer auf den Hund. Der Hund bekommt das mit. Klasse. Er muss alles lernen. So, gib mal Tumi hoch. Langsam, langsam dagegen gehen, Augen nach hinten wegziehen.
Ja, mir beherrscht gerade. Ja, der Impuls ist klar. Absolut. Bei jedem, bei mir auch. Bleib stehen. Ah, okay. Bleib stehen und gehst nur mit dem Oberkörper mit. Okay. Das ist wie beim Tanzen. Ja. Jetzt sagt, da bin ich auch nicht so begabt. Der ist ganz am Anfang, erster Train, der hat nie getrillt. Okay. Das heißt, du gehst jetzt zu diesem Stromkasten da, ja, und stellst dich genau so, dass er dich noch sehen kann, an den Stromkasten. Und unterwegs setzt du bitte 3 Skills. Also Lorenzia ist angesagt. Ja? Okay. Und gar nichts machen, du gibst ihm dann den Support, wenn er kommt. Das ist dieses Skills setzen. Ja. Elfe, wenn er kommt, kannst du ihm die Dose geben. Ja. Aber bis dahin noch zulassen. Okay. Ich hab gerade einen Abschiebe. Das ist halt, dass die Hunde direkt mit der Nase auf dem Boden arbeiten. Ja. Und nicht über Witterung gehen und nicht über Sicht. Und ja, Magmatika, ne? Nasentiere. Okay. Probieren wir mal. Erster Durchgang. Dann wird's ernst. Auf mein Signal Schnüffel nimmt Athos den Geruch auf. Oh. Doch dann haben wir Startschwierigkeiten. Beim Kommando Go versteht Athos nur Bahnhof. Der muss die Idee selbst verkaufen. Ich hab die andere Groß. Ich hätte es nicht gerne als versteckte so, ne? Ich hab Bart, aber nochmal Schnüffel da. Okay, wenn du nicht sagst, was ich machen soll, dann markiere ich eben nochmal. Und jetzt? Wisst ihr jetzt, was ihr wollt? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Komische Nummer hier. Naja, dann gehe ich mal. Ja, guck mal da! Lasse! Darfst du dich auch runterbücken? Schnüffel. Und? Go. Und dann wird es richtig bitter. Athos schaute mich fragend an und hatte keine Idee, was er tun sollte. Ich hatte mir das als Worst-Case-Szenario schon ausgemalt, denn eigentlich war es klar, dass er so reagieren würde. Athos wurde von klein auf darauf trainiert, sich an mir zu orientieren und mit mir zusammenzuarbeiten. Deshalb fiel es ihm sehr schwer, sich von mir zu lösen und sich auf das Trailen einzulassen. Es verunsicherte ihn zusätzlich, dass er keine Anweisungen von mir bekam, was er durch Übersprungshandlungen und lauten Protest kundtat. Den Rest des zweiten Trails zeige ich euch deshalb in Zeitraffer. Ich dachte schon, das wird nie was. Athos sah mich immerhin noch erwartungsvoll an. Und dann ging es weiter. Trail Nummer 3. Ihr könnt vorkommen. Denkt man jetzt mal nicht sagen, ne, wenn ihr unterwegs seid, tackern. Und go. Und siehe da, es zeigte sich Licht am Ende des Tunnels. Athos suchte selbstständig und fand die, in Anführungsstrichen, versteckte Person, denn die ist ja anfangs noch sichtbar. War der Knoten jetzt geplatzt? Nicht ganz, aber es wurde langsam etwas besser.
Feiner! Würfel. So. Und am Ende konnte man tatsächlich einige Fortschritte sehen. Uns hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Elke für die super Anleitung. Wer mal mit Elke trailen möchte, findet den Kontakt unter Man Trailing Company, Stützpunkt Ratingen. Den Link, den schreibe ich euch auch in die Beschreibung. Ich kann es euch nur empfehlen. Lass der Atom! Der setzt sich ja direkt schon super. Vor! Super! Klasse, Junge! Das war doch toll! Und das Ganze bringt Bindung. Ne? Also es ist auch ein sehr schöner Bindungsaufbau zwischen Hund und Mensch. Ja, ne? Kann ich mir denken. Man macht das zusammen, der Hund hat Spaß. Genau, ja, das richtig. Ist gut. Ne? Der Mensch ist stolz hinterher auf seinen Hund. Um diese Wissenschaft dann auch zu verstehen, die der Hund da gerade auch geleistet hat. Mhm. Ne? Also nach dem Motto so, boah, Wahnsinn. Ja, schön. Dankeschön. Ja. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch mal irgendwo in deiner Gegend, gibt es bestimmt auch jemanden, der Mantrailing anbietet. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Ich kann das nur jedem empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann wie immer, lasst uns einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Nächsten Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, alles Gute, Kani kultiviere dich. Mhm.